Die Natur besticht und funktioniert durch ihre ausgewogene Vielfalt. Weltweit wird die Anzahl beschriebener Arten auf ca. 2 Millionen geschätzt. 260.000 dieser entfallen allein auf die höheren Pflanzen. In Deutschland existiert eine Bandbreite an 4.105 Pflanzenarten. Dem Gefühl nach eine unglaubliche Zahl, doch die Biodiversität und damit das ausgeklügelte Ökosystem sind gefährdet. Einen entscheidenden Beitrag zur Erhaltung der Vielfältigkeit unserer Umwelt leistet die Biene. Durch ihre Pflanzenbestäubung ist sie sowohl für die Artenvielfalt als auch die Agrarwirtschaft unabdinglich. Würde man der Biene ein Jahresgehalt für ihre Bestäubungsleistung zahlen, läge ihr Nettoverdienst bei knapp 265 Milliarden Dollar. Dennoch schafft es der Mensch, ihr das Leben schwer zu machen und somit die Balance der Natur in höchste Gefahr zu bringen. Wir haben mit dem Hobbyimker Andreas Müskens über die Signifikanz der Biene für die Artenvielfalt gesprochen. Die sind vor allen Dingen unabdingbar für die Bestäubung, dass viele Pflanzenarten dadurch bestäubt werden und sich vermehren. Das ist besonders für Kulturpflanzen wichtig, aber auch für viele natürliche Pflanzen. Wobei bei der Artenvielfalt die Honigbiene, über die wir hier jetzt gerade sprechen, sicherlich ein Stellvertreter ist für die vielen Wildbienen, die eine ähnlich gute Leistung haben und die anders als die Honigbiene wesentlich gefährdeter sind, da ihre Lebensräume viel stärker zerstört werden. Die Bienen haben die Gefahr, dass sie auf dem offenen Land, in der klassischen Landwirtschaft, kaum mehr Nahrung finden. Dort sind die landwirtschaftlichen Gebiete oft ausgeräumt, sodass es entweder noch im Frühjahr Raps gibt, der blüht, aber danach blüht auf den Äckern nichts. Getreide blüht ohne Nektar, es ist ein windbestäubtes Getreide. Mais blüht nicht. Was anderes finden wir hier nicht mehr auf den Äckern und die Ackerränder sind meistens auch ausgeräumt. Insofern haben die ein großes Problem, dass die überhaupt auf dem Land überleben können. Da ist der Stadtrand viel besser, aber zur Artenvielfalt können sie da auf dem Land dann nicht mehr viel beitragen. Tatsächlich ist die pflanzliche Artenvielfalt insbesondere an die Vielfalt ihrer Bestäuber gekoppelt. Verschiedene Blütengrößen, Nektarmengen und die Lage der Nektarien erfordern mannigfaltige Insektenarten wie die Wildbiene. Andreas Müskens hat uns verraten, warum ausgerechnet die Honigbiene dennoch bei uns so hoch im Kurs steht und die Wildbiene oft vergessen wird. Im Grunde ist die Biene ein Stellvertreter für viele andere Insekten. Aber ganz viele Wildbienenarten machen einen ähnlich guten Job. Man nimmt die nicht so stark wahr, weil viele Wildbienenarten solitäre Bienen sind, die also alleine leben, im Holz, im Boden, im Mauerwerk, die auch oft nicht so lange gesehen werden, weil die Hauptlebenszeit von denen als Larve besteht und nicht wie wir Bienen, wir sehen sie ja ständig. Aber deren Leistung ist nicht zu unterschätzen. Die machen auch sehr, sehr viel. Nur man muss halt gucken, dass man ihnen auch Lebensräume bietet. Ich wünsche mir, dass der Mensch nicht so effizient mit der Natur umgeht in der eigenen Nutzung. Das heißt, wenn ein Acker vorbereitet, dass nicht alles umgepflügt wird, nicht bis zur letzten Kante. Ich finde, eines der größten Probleme ist unsere unglaublich große Effizienz in dem, was wir tun. Wenn wir mehr Sachen mal auch unaufgeräumt lassen, ungestört lassen, glaube ich, bleibt etwas mehr Platz für andere Lebewesen, für unsere Mitgeschöpfe. Doch der Mensch geht noch einen Schritt weiter und verschärft die Lage durch den Einsatz von Pestiziden. Pestizide sind ganz klar tödlich für viele Insekten, also auch für Bienen. Die modernen Insektizide, die sogenannten Neonicotinoide, sind etwas perfider. Die töten viele Bienen nicht sofort, aber man hat festgestellt, dass sie das Orientierungsvermögen der Bienen beeinträchtigen. Das heißt, die Biene, die auf einer Blüte ist, die gerade vorher gespritzt wurde oder übersprüht wurde, die findet eventuell nicht mehr zum Stock zurück. Bei den Messungen im Labor, bei der Zulassung solcher Neonicotinoide, wird das ja nicht getestet, sondern nur, stirbt sie an dem Zeug oder nicht. Aber durch die Beeinträchtigung ihrer Sinnesleistungen und ihres Orientierungsvermögens stirbt sie in der Folge, weil sie den Stock nicht wiederfindet. Der Deutsche Imkerbund ist zum Beispiel auch da aktiv, dass eben diese Neonicotinoide verboten werden. Es gibt ja bienenverträgliche Mittel, die verträglicher sind. Und
hier ist es wieder halt diese hohe Effizienz, die ich schon eben angesprochen habe. Diese Wirkstoffe wirken so speziell, aber sie schädigen dann eben trotzdem. Doch, dagegen wird gearbeitet, aber Deutschland ist nicht bislang in der EU zum Fürsprecher geworden. Neben politischem Engagement bieten sich jedoch auch andere Mittel und Wege für den Otto-Normalverbraucher, der Biene unter ihre 6 Arme zu greifen. Dafür kann man eine Menge machen. Da kann man erstmal gucken, dass man heimische Pflanzen anpflanzt. Heimisch heißt also Blühpflanzen, Gehölze, Bäume, die hier auch sowieso existieren. Da, wer sowas machen möchte, auch eine Wildblumenwiese anlegen möchte, dafür gibt es gute Quellen, wie zum Beispiel das Netzwerk Blühende Landschaft. Dort kann man richtig Blühmischungen kaufen, die für die Gegend hier ortstypisch sind. Man kann darauf achten, wenn man Pflanzen anpflanzt, dass sie keine gefüllten Blüten haben. Denn da schaffen es die Bienen nicht, an die Nektarquelle ranzukrabbeln. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch erfahren habe, dass Gärtnereien da häufiger Nachfrage bekommen und entsprechend ihr Sortiment anpassen. Ich habe auf meinem Balkon R&S-Regale stehen, kennt man wahrscheinlich mit den schrägen, glatten Bohrungen. Die sind fast alle belegt von Wildbienen, von der roten Mauerbiene. Und seitdem ist mir nochmal aufgefallen, die schlüpfen irgendwann im April, sind 2-3 Wochen da und dann sind die wieder weg. Dann überleben die den ganzen Restwinter, die nächste Generation überlebt dann als Larve in diesem Bohrloch, sodass man die halt viel weniger wahrnimmt. Die anderen Bienen nimmt man auch vielleicht nur vermeintlich mehr wahr. Die Bienen, die wir jetzt da hinten sehen könnten, hätten wir alle vor 6 Wochen am Beginn der Sommerferien nicht sehen können. Eine Sommerbiene lebt 5 Wochen. Dann ist die abgearbeitet und stirbt. Eine ähnlich aufopfernde Moral bei dem Erhalt unserer Biodiversität muss der Mensch zwar nicht an den Tag legen, doch mehr Wertschätzung und Schutz für die Arbeit der Biene ist essentiell, um kommenden Generationen die gleiche Vielfalt an Flora und Fauna zu bieten, die wir momentan genießen dürfen.